Ein herzliches Grüß Gott euch allen. Jetzt hier im Dezember möchte ich euch gern einen kleinen kurzen Rückblick geben. Nicht erschrecken, nur bis zum September. Ihr erinnert euch bestimmt alle an die zwei fleißigen Praktikantinnen, die wir im Sommer hier hatten aus Mannheim, die Flora und die Miriam. Und die haben ganz fleißig Postelein ausgesät. Und da würde ich euch gern zeigen, wie der so gewachsen ist. Und der Flo, der hat die Multitopf-Paletten mit seiner Kamera seither wunderbar begleitet. Im Oktober und im November. Und jetzt können wir sehen, wie toll der Salat gewachsen ist, wie groß er ist, und wir fangen jetzt an zu ernten. Seine ursprüngliche Heimat ist in Nordamerika, und dessen Ureinwohner, die haben den Postelein verwendet, wenn sie Augenschmerzen hatten und gegen Rheuma. Und jetzt im Gewächshaus ist er herangewachsen und er ist der vitaminreichste Salat, den man im Winter kriegen kann. Er hat Massen von Vitamin C und ganz viele Spurenelemente, sowas wie Magnesium, Calcium und Eisen. Und dabei hat er fast kein Nitrat. Die saftig grünen Blätter kann man den ganzen Winter jetzt einfach abschneiden und dann wächst er immer wieder nach. Und die Blättchen können auch mit Blüte verspeist werden. Das heißt, wenn der nachwächst und irgendwann anfängt zu blühen, dann macht es gar nichts. Und während wir im Freiland immer noch Feldsalat und Grünkohl ernten, können wir so nebenher ein bisschen den Standvögeln zuschauen, die Vögel, die hier bleiben, wie sie durch den Garten fliegen und sich in unseren Naturbeeten tümmeln. Und all die guten Sachen, die wir hier ernten, die kommen dann ganz frisch in Hofladen. Ah, apropos Hofladen. Da möchte ich euch auch noch was zeigen. So, hier im Hofladen haben wir nämlich eine ganz tolle Aktion im Dezember. Der Freitag vorm dritten Advent. Dieses Jahr, der 11.12., ist unser fairer Freitag. Und alles, was Sie an diesem Freitag an fairen Produkten kaufen, davon gehen 10% in ein Brunnenprojekt in Westafrika. Und dazu wollte ich nämlich sagen, wir sind hier in Tuttlingen, Verdreis-Landkreis, und da sind wir natürlich ein Teil davon. Und ich möchte ganz herzlich dem Landkreis zur Rezertifizierung gratulieren. Wir wurden das zweite Mal rezertifiziert und haben jetzt tatsächlich schon seit 4 Jahren diese Auszeichnung, dass wir Fairtrade-Landkreis sind. Und die Stadt Tuttlingen ist auch schon einige Zeit, schon etwas länger, Fairtrade-Stadt, Fairtrade-Town. Und das finde ich super. Das macht richtig Spaß, hier einkaufen zu gehen, weil man überall faire Produkte kriegt. Egal ob Restaurants oder Vereine oder sonstige öffentliche Plätze und natürlich in Läden, so wie hier. Rapunzel führt seit Jahren diese Hand-in-Hand-Logo-Geschichten. Da gibt es ganz viele Produkte, unter anderem hier zum Beispiel unverpackte Trockenfrüchte und Nüsse. Da führen wir viel. Dann gibt es inzwischen ein regionales Produkt mit abgepackten Nüssen im Pfandglas. Finde ich auch ganz schön. Wir haben vom DW-Shop Sachen, alles Mögliche. Der sitzt in Ravensburg. Und dann gibt es hier natürlich ganz tolle regionale Projekte. Da haben wir hier den Tuttlinger Projektcafé. Der Piede-Café, ein ganz super Projekt, was hier von vielen vom Fairtrade-Kreis und von der Fairtrade-Stadt und vom Weltladen mit lebt in Tuttlingen. Das haben wir schon ganz lange, und was wir auch schon viele Jahre haben, ist hier unser toller Apfel-Mango-Saft. Das ist auch eine Kooperation mit ganz verschiedenen Stellen. Mit dem Weltladen und hier jetzt von der Bodeck, da haben wir inzwischen die Äpfel. Sonst haben wir auch Äpfel hier von Streuobstwiesen, wo die Stadt dann auch mitmacht und der BUND mitsammelt. Also ein rundum tolles Projekt, und da kommt eben ein Mangomark rein von den Philippinen, das dort dann auch wieder sehr ein ganz tolles Projekt ist. Wir haben Adventskalender, Schokolade, wir haben unsere Banafair-Bananen, ein Naturlandprodukt, das heißt, alles, was Sie bei uns an fairen Produkten kriegen, ist nicht nur fair, sondern auch biologisch angebaut. Ja, und dann haben wir noch was Schönes. Wir haben eine ganze Ladung mit nepalesischen Filzprodukten, eine ganze Stange hier voll, und genau, die kann man hier auch erstehen. Und somit ist unser Sortiment an Fairtrade-Produkten doch recht beachtlich. Und hier vor der Krippe bei uns im Laden, da habe ich vor Jahren mit meiner Tochter ganz viel gefilzt, da dürfen die Kinder spielen. Und hier möchte ich euch eine
ganz, ganz besinnliche, stressfreie Adventszeit wünschen und eine wunderbare Weihnachts-, ein schönes Fest, und zwar in alle Welt, damit alle Leute schön Weihnachten feiern können. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Kommt gut rüber. Tschüss.